Ich sollte vielleicht auch mal einfach mal mein Mikrofon hier einschalten, ne? Hätte man sehen müssen, ne? Ne? Ja, so, nochmal. Guten Abend zu Games Live am Mittwoch. Ja, ihr wisst, Pokémon-Zeit bedeutet, Pokémon Smaragd steht mal wieder an. Falls ihr die Insta-Story gesehen habt, habe ich dort behauptet oder auch gesagt, dass es eventuellerweise die vorletzte Session vor der Pokémon, also Trainingssession vor der Pokémon-Liga sein könnte. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ne, ihr wisst aber, dann ist auch mit Pokémon Smaragd nicht Schluss. Ich habe ja gesagt, dass ich, oder ich habe es mir zumindest vorgestellt, und das werde ich auch jetzt hier sagen, dass wenn die Pokémon-Liga vorbei ist, dass dann entsprechend auch die, die Legendären noch gefangen werden, sprich Groudon, Kyogre und Rayquaza. Und dann sehen wir weiter. Ne? Und dann mache ich vielleicht nochmal die Pokémon-Liga und dann natürlich noch Latias, beziehungsweise Latios, ich weiß nicht, kann ich mir aussuchen. Und dann sind wir schon so gut wie durch. Also es werden noch ein paar Mittwochabende noch geben mit Pokémon. Also zumindest mit Pokémon Smaragd, bis wir dann, müssen ja irgendwie, wie gesagt, einen Übergang ja noch haben, bis 2025 Pokémon Legenden ZA rauskommt, ne? Und ja, da müssen wir halt mal gucken. Außerdem müsste mal meine Nintendo Switch auch mal wieder benutzt werden. Sie sieht da nämlich ziemlich verstaubt und ziemlich traurig aus. Ich weiß, liebe Switch, ich weiß. Ja. Nun gut, das zu dem Thema. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Mittwoch. Mein Mittwoch war ziemlich interessant, ziemlich spannend auch noch und so weiter. Ich würde jetzt eigentlich Werbung schalten wollen, aber das tue ich jetzt nicht. Ihr werdet sowieso irgendwie Werbespots da noch sehen, wenn da überhaupt noch was kommt oder so. Ich weiß es nicht. Das werdet ihr dann entsprechend sehen. Ich habe darüber dann keine Macht, weil ich entsprechend ja schon selbst irgendwie immer vor den Streams oder vor den oder in den Pausen zumindest selbst auch noch Werbung schalte. Also da muss ich halt mal gucken. Ne? Das ist halt immer wieder ein bisschen schwierig. Ja, und ja, da werden wir halt mal sehen, wie ich dann auf den, wie es dann mit den nächsten, der nächsten Werbepause halt so ist, ne? Ihr wisst Bescheid, ihr wisst es doch, wie es abläuft, ihr wisst es doch. Ja, gut, dann starten wir mal los mit Pokémon Smaragd. Heute natürlich, wie gesagt, ich mache auch heute ein bisschen kürzer. Hat auch unter anderem damit zu tun, dass ich mich auch, sagen wir mal, ich fühle mich gesundheitlich eigentlich schon besser als in den vergangenen Tagen. Ihr wisst ja, unter anderem habe ich viel gehustet und so. Viele hätten jetzt natürlich gesagt, hätte es auch die Tage nicht husten, nicht streamen müssen. Am Ende entscheide ich selbst, ob ich streame oder nicht. Und wenn ich weiß, ich bin gesundheitlich fähig zu streamen, dann mache ich das auch. Ne? Ihr habt da gar nichts zu bestimmen. Ne? Macht es erstmal selbst, um dann mal selbst mal mit eurer Gesundheit dann auch klarzukommen, weil es irgendwie, ich weiß, bei einigen ist das wahrscheinlich eher so ein Rat, aber bei anderen ist es auf Zwang, das weiß ich ganz genau, und wer sich dann jetzt angesprochen fühlt und meint, ich würde das auf Zwang machen, der sollte vielleicht mal generell mal irgendwie mit sich selbst auseinandersetzen und dann mal ein bisschen über sich selbst mal nachdenken, wer weiß, ne, also gibt's ja genug Leute, die das ja entsprechend ja nicht hinbekommen, selbst mal über sich ein bisschen nachzudenken. So, ich höre gerade im Hintergrund die offizielle Musik von Pokémon. Ist das wirklich richtige? Pokémon Video Live Games, ja. Zack, ist es gemutet. Ah ne, doch nicht. Hab schon gedacht, da wäre wieder irgendwie was los, keine Ahnung. So, dann wollen wir mal loslegen und mit Pokémon Smaragd selbstverständlich, deswegen mache ich auch aus und wir gehen rüber. Für den Fall der Fälle, dass wir natürlich schneller mit Pokémon Smaragd fertig werden als sonst eigentlich. Ich habe da noch ein bisschen eine Idee, denn wie ihr wisst, werden in diesem Jahr die Pokémon-Spiele in Deutschland 25 Jahre alt. Und vielleicht gehen wir nochmal komplett zurück. Ich weiß es nicht. Zumindest, wenn ihr dann Bock auf Pokémon habt, könnt ihr gerne auf dem YouTube-Kanal nämlich nachschauen. Dort gibt es ja nämlich dann ja jetzt seit gut mehr als einer Woche jetzt schon, eineinhalb Wochen, ein Let's Play. Nennt sich Pokémon Omega Rubin. Oh, wer ruft mich hier an? Wadi, wie geht es dir? Ich bin's, Agnes. Ich hoffe, dir geht's gut. Stell dir vor, ich habe gewonnen. Mein Eneko hat sich sehr angestrengt, damit wir gewinnen. Bis später mal. Ja, und wir sind natürlich auch sehr am Anstrengen. Ich habe ja auch unter anderem kurz mal nachgeguckt. Ich kann es ja mal ganz kurz nochmal machen. Die Pokémon-Liga hat starke Pokémon. Ja, und zwar, was natürlich Rubin angeht,
Das sieht eher nach Oras aus, ne? Das sieht nach Oras aus. Da haben wir es nämlich. Die Top 4 von Höhen. Also, was Smaragd nämlich angeht, sind wir eigentlich gut dabei. Ich könnte, wenn ich will, und das werde ich wohl auch so machen, werde ich alle meine Pokémon auf Level... Ich brauche echt wirklich eine bessere... Moment. So. Machen wir es mal anders. Ja, auf den Artikel war ich doch schon. Mann! Ist richtig, ne? Oder? Nein, ist wieder falsch. Oh, es macht gerade keinen Spaß, ne? Ja, das ist schon wieder mal so ziemlich ekelhaft, weil ich hier nämlich die Level der Pokémon von Omega Rubin Alpha Saphir habe. Brauche ich noch lange nicht. Und zwar... Moment. Machen wir das mal so. Velocity. So, genau, da habe ich es jetzt besser. So, also in Smaragd ist es so, da sind die Level der Pokémon zwischen 48 und 55. So, der Champ hat ein Pokémon mit Level 58. Ne? Also das heißt, ihr seht, alle sind auf 50. Ich habe ja im Übrigen auch gesagt, dass gewisse Pokémon noch ein bisschen höher gelevelt werden. Es liegt natürlich an gewissen Dingen. Ne? Und vor allem ist es natürlich auch so, ich... bin natürlich, Preparation und so weiter ist natürlich klar, aber ich würde es heute folgendermaßen machen. Ich würde nämlich unter anderem Logok und Azumarill, die beiden Pokémon, die ich nämlich in der letzten Folge auf 50 gebracht habe, beide auf 52 machen, während Raichu ja natürlich schon auf 52 ist, aber vor allem auch Azumarill und Logok, die werden natürlich vor allem wichtig sein, Raichu natürlich auch definitiv, und deswegen werden wir halt natürlich auch weiterhin in der Siegestraße natürlich sein. Ich werde natürlich jetzt nicht in den dunklen Gebieten nämlich hingehen, also da, wo ich Blitz brauche, weil es ist auch ein bisschen unnötig. Deswegen bleiben wir natürlich dann da, wo unter anderem natürlich dann Licht herrscht, weil wir mussten ja mit Zertrümmerer, mit Blitz eigentlich noch, mit Kaskade ebenfalls noch. Wir haben es ohne Kaskade und ohne Blitz geschafft. Wir brauchten nur Zertrümmerer und Stärke selbstverständlich, um da auch durchzukommen. Deswegen werde ich natürlich dann ja auch hier bleiben und erstmal entsprechend hier auch weiter trainieren. Das heißt, es wird hier eine ruhige Trainingssession und mehr ist es auch nicht. Ich werde auch jetzt nicht Fullspeed machen oder sonstiges, sondern ganz gemütlich halt hier einfach trainieren, damit wir auch ein bisschen was Gemütliches haben. Ich meine, das läuft ja auch so ziemlich gut, könnte man einfach mal behaupten. Außerdem könnten wir auch zur Pokémon-Liga zurückfliegen. Heißt also, das ist ja auch kein Problem. Wir sind ja dort gewesen, haben dort geheilt und das zählt ja auch schon, wenn wir da ins Pokémon Center gehen, ja auch schon als Halt dafür, dass unser Flug-Pokémon, und in dem Fall ja unser Schwalboss, dort ja auch heilen können und so. Deswegen ist das ja kein Problem. So, jetzt hoffe ich mal, dass du keinen Wirbelwind machst. Du machst Abschlag, das bringt nicht viel, weil Logok auch Holzkohle. Ich bitte Sie, Frau Hariyama. Lass mal Schlitzer. So, das gibt saftige XP. Boah, fast 1000. Spricht er von saftigen XP. Naja, was soll's. So, können wir ganz gemütlich hier auf dieser Stelle natürlich auch bleiben. Mal haben wir schwache, mal haben wir starke Pokémon. Das ist dann halt einfach mal so. Und auch mal diese Trainingssessions mal auch einfach mal hier so ein bisschen mitzuverfolgen. Das freut mich halt auch irgendwie. Warum geht das daneben? Ja, das ist sehr effektiv, natürlich, klar, weil Logok ein Kampf-Pokémon ist. Kampffeuer im Übrigen, ist ja mein Starter. Ja, für die es vergessen haben sollten. So, sehr schön. So, da können wir mal hier... Aber ist auch sehr schön, ne? Du gehst hier rein, drei Schritte, hast du schon direkt ein Pokémon. Ja. Deswegen, im Fokus stehen heute Azumarill und Logok, wie beim letzten Mal. Heute aber so, dass sie auf Level 52 kommen sollen und danach... entscheide ich wirklich, also ich werde wirklich mir dann noch bis nächste Woche, Mittwoch, die Entscheidung geben, mache ich noch eine Trainingssession oder gehe ich in die Pokémon-Liga rein, ne? Also ihr braucht mir da selbst nichts irgendwie zu sagen, ja, mach noch eine Session oder keine Ahnung. Ich entscheide da wirklich aus dem Bauch heraus oder ich entscheide da wirklich, ich gucke selbst nach.
Vielleicht, ich habe ja letzte Woche ja auch Andeutung gemacht, dass es ja diese Woche kein Pokémon Smaragd geben würde. Damit habe ich auch ein paar Leute verwirrt und alles Mögliche. Ja, was natürlich nicht meine Absicht war, um ehrlich zu sein. Denn klar ist natürlich, wenn Mittwoch der Stream ausfällt, dann fällt der Mittwoch-Stream auch aus. Ne? Also das nur mal so auch nochmal klargestellt. Ne? So, Stolonio weg. Aber ihr seht schon halt, das geht halt auch ziemlich fix und ziemlich fast. Ne? Und da können wir natürlich dann auch großartig dann hier die Pokémon trainieren. Ich meine, die geben gut XP, der Levelabstand ist in Ordnung. Ich meine, das können wir halt natürlich dann auch machen. Ne? Ich meine, es gibt noch andere Möglichkeiten zu trainieren. Wir könnten direkt auch in die Pokémon-Liga reingehen. Was ich aber sagen, oder wo ich auch sogar selbst sagen würde, würde mir nicht gefallen. Nein, würde mir nicht gefallen. Aus dem Grund halt auch einfach, weil einerseits nicht unvorbereitet, aber wirklich für den Fall der Fälle. Wir sind ja schon bei den Orden zum Teil halt immer wieder unterlevelt gewesen. Also unter dem Level des letzten Pokémons des Arenaleiters. Und das hat mir selbst halt auch nicht geradewegs gefallen. Weswegen wir für den letzten Arenaleiter ja ein Training natürlich auch noch hatten. Ich mache Erdbeben. Und andererseits ist es natürlich so, das Training war eigentlich nicht unnötig. Es war wirklich nicht unnötig. Aber das nötige Pokémon dafür oder die zwei nötigen Pokémon dafür, am Ende war es ja zum Großteil ja fast nur Raichu, waren ja schon eigentlich auf dem Level und wir hätten den letzten Orden auch gut machen können. Also ich meine, Flurmel? Das war ziemlich selten hier. Das müsste aber hier wirklich ziemlich selten sein. Ne? Machen wir mal Erdbeben. Müsste reichen. Ja. Und tschüss, Flummel. So. Ihr seht, da bewegt sich's kaum. Also wenn jetzt nur noch Flummel kommen würde, dann müsste ich mir echt was überlegen. Aber sowas wie zum Beispiel ein Hariyama Level 40, das ist sehr, sehr gut. Ich muss nur halt hoffen, dass das kein Wirbelwind macht, weil dann alles für umsonst. Deswegen hoffe ich jetzt einen Volltreffer beim Erdbeben. Das macht zumindest Abschlag. Okay, dann mache ich jetzt Schlitzer. Man nimmt erstmal die Holzkohle weg. Keine Ahnung, was es damit will. Vielleicht sich wärmen. I don't know. Ob das funktioniert. Nein. Das macht Riechsalz. So, dann werden wir gleich mal einen Supertrank einsetzen, wenn wir noch einen haben. Ich habe ja noch nicht mal nachgekauft und alles. Oh, guck mal. 1051 XP. Das ist schon besser. Er ist auch Level 40. Oh, guck mal, ich habe sogar noch Supertränke. Zwei Stück. Ja, müsste reichen. Jetzt sowieso, wenn wir die Pokémon-Liga machen, werde ich natürlich alles auch selbstverständlich auffüllen. An Tränken, die wir brauchen. An Not... Oh! Ein Krakelo! Wild! Level 40! Okay. Sehr interessant. Wenn man trotzdem Erdbeben. Ja. Definitiv. Und tschüss. Das ist 51 für Logok. So, ein Level noch für Logok und dann übernehmen wir mit Azumarill. Das heißt, wir werden jetzt hier nur so ein bisschen rumlaufen. Vielleicht haben wir riesen Glück und wir erwischen wirklich seltene Pokémon. Also sollte nochmal ein Krakelo kommen, dann will ich es natürlich auch nochmal fangen. Ne? Dem Pokédex zuliebe. So, da haben wir wieder ein Hariyama Level 40. Sehr schön. Ich probiere es jetzt mal umgekehrt. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass das jetzt wahrscheinlich... Abschlag, okay. Das hat wieder nicht viel gebracht. Aber jetzt könnte ich Erdbeben mal einsetzen, ne? Wäre eine Idee, ne? Passt besser. Passt sogar besser. Aber weiterhin 1051 XP. Warum auch nicht, ne? Ja, und das werden wir jetzt halt heute nur mit... Oh, Stolrak. Guck mal. Ne? Auch ein Stolrak wild. Sag, je länger wir hier bleiben, desto seltener werden die Pokémon. Das finde ich sehr, sehr... Ich hätte Durchbruch machen sollen. Ich hätte Durchbruch machen sollen. Dafür habe ich es doch beigebracht. Ja komm, Durchbruch. Ist ja auch eine Kampfattacke. Boah. Ist natürlich bei Stolrak ein bisschen schwieriger, weil es ja ein Stahl-Pokémon ist. Ne? Also Schlitzer und ja, nur Schlitzer hätte jetzt nichts gebracht. Erdbeben schon, Feuerfeger auch.
und auch selbst Abschlag, Durchbruch. Also, das ist, wie gesagt, ja. Ich wollte Schlitzer und dann erst, ne? Oh, jetzt zieht's mehr weg, ne? Ja, Riechsalz. Was mache ich eigentlich, wenn ich Durchbruch mache? Ist normal effektiv, ne? Auch sehr komisch. Bei Kampf-Pokémon sind manche Kampfattacken normal effektiv. Auch sehr eigenartig. Ne? Und da haben wir wieder ein liebes Flurmel. Level 36. Ne? So, da reicht ein Schlitzer. Deswegen war auch ein Krakelo vorhin zu sehen. Oh, Volltreffer. Kennt man ja sehr gut. So. Ich hoffe, ihr habt den Mittwoch heute sehr gut genutzt. Heute war ja auch so ein bisschen... Also ich habe heute so ein bisschen wirklich so herbstliches Wetter miterlebt. Wollte heute eigentlich noch rausgehen, aber dann hat es wieder angefangen zu regnen. Und dann saß ich heute in einem zweistündigen Discord-Call. Hab ein bisschen ein paar Sachen geredet und so weiter. Wollte eigentlich ja für die Zeit raus, zumindest für eine Stunde raus, aber dann war auch schon so spät, dass ich, oder zumindest war die Uhrzeit, wo ich dann gesagt habe, okay, so langsam müsste ich mich mal für die News-Show vorbereiten oder für den Stream an sich, ne? Gucken, ob alles funktioniert, ob alles läuft und so weiter. So, jetzt probieren wir mal ein bisschen was anderes. Ui! Das hat aber gesessen, aber wirklich. Nice, Logok. Und, ja. Jetzt sind wir jetzt schon hier wieder, kurz vor 9. Und der Mittwoch ist schon wieder vorbei. Morgen habe ich mir mal überlegt, ein bisschen wegzufahren, weil es gibt ja in Pokémon Go so ein paar neue Features. Da ist ja jetzt auch das Dynamaxing von Pokémon Schwert und Schild. Wir haben ja Schwert und Schild hier im Stream immer noch nicht gespielt. Bei Derchu TV war Pokémon Schwert und Schild immer noch nicht zu sehen. Das ist ja leider das Traurige dabei, ne? Also, ich kenne ja jetzt ja ein paar Personen, die Pokémon Schwert und Schild haben, ne? Also, wer es hat und eventuellerweise, ich muss mal gerade mal nachschauen, welche Edition ich habe hier Schwert und Schild beziehungsweise schon mal gespielt. Ich würde mal ganz kurz mal gucken, welches ich denn hier schon mal angespielt habe. Das habe ich schon wieder runtergenommen, ne? Wieder gelöscht. Naja. Egal. So, Switch hat sich einmal mal wichtig gefühlt, was auch sehr schön ist. Zumindest für die Switch. Ja. Vielleicht werde ich auch mal wieder mal abends mal hier einfach mal spontan Pokémon Karmesin spielen. Weil es auch immer wieder Spaß macht. Ich habe ja da auch ja schon ja zigmal gesagt, dass ich da was mache. Aber ich bin, und wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal auch froh, mal nicht zu streamen, weil es soll ja auch irgendwo in dem Sinne ja noch Spaß machen, anstatt immer den Stress da auch immer noch zu haben. Oh, zurückgeschreckt, okay. Dass man sich irgendwie sagt, ich muss streamen. Ich habe ja Spaß daran, vor allem wenn ich auch Update mache. Und ich habe ja vor allem auch Spaß daran, wenn ich halt auch zocke. Also ich habe ja Riesenspaß jetzt am Montag gehabt mit Hollow Knight. Wird natürlich auch weitergehen. Vielleicht nächste, vielleicht übernächste Woche, ich guck mal. Und einerseits ist es natürlich auch so, ich will mir da auch keinen Stress oder keinen Zwang dazu machen, ne? Weil irgendwann macht es dann auch nicht mehr Spaß. Und das verstehen ja auch gewisse Leute hier nicht, ne? Ich verdiene mit Derchu TV nichts, ne? Das ist alles Hobby, ne? Das ist alles nebenbei. Wenn ich damit wirklich Geld verdienen würde, ich glaube, man würde mich... Ich glaube, die Streams wären, glaube ich, dann aber auch wirklich... wirklich ja getakteter, also wirklich... auf die Minute sogar auch noch geplant und so. Also, stell dir mal vor, ich hätte jetzt... Ah, scheiße. Das ist ja ein Zuber. ich hätte jetzt mit Update zum Beispiel, hätte ich auch gesagt, Update um Punkt 20.30 Uhr Feierabend, ne? Das hätte ich so gemacht. Habe ich jetzt kein Erdbeben mehr? Guck mal, habe kein Erdbeben mehr. Gehe ich mal gleich mal. Wohl, ich brauche nur noch ein, zwei Pokémon. Aber das ist jetzt meine Dummheit. Und jetzt wird Logok von einem Zuber platt gemacht, ne? Habe ich noch eine Top-Genesung? Nein! Lass mich mal, ich flüchte mal kurz. Bin ich nah am Ausgang? Nein! Doch, ich habe es geschafft. Ne, und einerseits ist es natürlich so, viele sagen halt auch, ja, mach dir nicht so viel Stress und so. Mache ich ja auch nicht, ne? Ich habe ja Bock am Stream, ich mache das ja halt auch, das ist nicht mein Beruf.
Ne? Und das gehört natürlich auch jetzt alles, sagen wir mal so, generell nicht eigentlich vor die Kamera. Ne? Und deswegen, ich mache mir da halt auch nicht so viel Stress und so weiter. Und ich habe halt viel Spaß am Stream. Vor allem jetzt an den Spielen, die ich halt hier gespielt habe und so. Vor allem halt auch, weil die Hardware jetzt ja so einigermaßen stimmt. Und mal gucken, wie es nächstes Jahr halt sein wird. Vor allem nächstes Jahr, wenn dann der Support für Windows 10 endet. Weil da muss ich dann ja auch handeln. Ne? Und das hat dann auch wieder so eine Geldfrage zu tun. Und da das Dercho TV ja fast nichts abwirft oder überhaupt nichts abwirft, ne? Von überhaupt nichts bis fast nichts, muss ich auch immer wieder mal betonen. Ne? Weil viele denken ja sofort, oh, Potenzial von Tausenden von Euro. Das ist falsch, Leute. Guckt auf die Zuschauer. Ich bin da jetzt ganz offen ehrlich. Ich mache da jetzt ja wirklich Transparenz raus. So, dabei wechseln wir von Logok auf Azumarill. Die Zuschauerzahlen sprechen natürlich auch eine wichtige Rolle, ne? Und wenn ich da halt nur 2 bis 5 Zuschauer nur habe, während ein Gronkh oder ein, keine Ahnung, selbst auch sogar noch andere mittelgroße Streamer, ich weiß jetzt nicht, wen ich das so nennen sollte, Gronkh ist ja einer der größeren, große Zuschauerzahlen haben, wie dreistellig, zum Teil halt auch vierstellig, und Knossi ja sogar deutlich mehr oder so, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Ne? Dann verdient man da natürlich auch mit Geld. Ne? Das ist natürlich klar. Aber verstehen ja viele hier nicht. Viele sagen halt, du musst jetzt am Donnerstag streamen. Ich brauche meine Dosis der Dercho TV. Ah, guck mal, danke schön, Ariyama. Kannst du mein Gelaber nicht mehr anhören? Kann ich verstehen. Kann ich manchmal auch nicht. Ne? Und das nehmen viele halt hier viel zu ernst und dann quatschen mich auch sogar. Es gibt wirklich Leute, die schreiben mich privat auf Instagram an und fragen, warum streamst du dann überhaupt? Weil es mir halt Spaß macht, Leute. Ich will euch unterhalten, ich will euch informieren. Das ist das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe und nicht irgendwie... Das Stolonior kann Brüller? Oh Gott. Ja gut, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es bei Azumarill jetzt so schwierig wird. Ja, dann machen wir direkt Surfer. Ne, und ich habe da wirklich auch kuriose Benachrichtigung bekommen, wo es heißt, warum streamst du überhaupt? Dir guckt doch keiner zu, lass es doch sein. Das sind dann halt auch quasi die es mir, sagen wir mal, nicht gönnen oder mir es überhaupt nicht gönnen, dass ich sowas mache. Ich sag so, lass die Leute labern, aber wenn man mir wirklich persönlich dann deutlich zu weit geht, dann gibt es auch Konsequenzen, die dann aber auch wirklich so weit gehen, dass es auf beiden Seiten wehtut. Und mir tut das halt im Moment mehr weh, sag ich so, privat ist, tut es mir halt mehr weh, als die da draußen, die sowas machen. Und ich finde solche Leute, die halt geradewegs Leute diffamieren, und das ist generell halt auch jetzt mal gesellschaftlich mal auch mal angesprochen, ich finde Menschen, die Menschen ohne Grund einfach diffamieren, ohne Grund, weil es in ihrem Leben wahrscheinlich, weil sie keinen Grund haben, um irgendwie sich zu beschweren oder so, oder weil sie halt irgendwie was zum Beschweren brauchen, sucht euch Hilfe, sucht euch professionelle Hilfe, wenn überhaupt. Und wenn ihr so ehrgeizig, so hochnäsig seid und sagt, ich brauche gar keine Hilfe, dann braucht ihr erst recht Hilfe. Ne? Das möchte ich auch nochmal ganz kurz klarstellen. Ne? Und wer halt auch seine Fehler im Leben nicht einsieht oder bei gewissen anderen Dingen, ne, wo man Fehler gemacht hat, wo der eine dann halt auch erklären will, warum man die Fehler gemacht hat, ne? Versucht mal gescheit darüber zu reden und so, aber dann halt auch in einem Maß oder in einer Position oder in einer Umgebung, die nicht irgendwie eine Öffentlichkeit ist, sondern privat, ne? Weil das können heutzutage viele Leute nicht. Es muss immer öffentlich sein. Es muss direkt knallen, es muss direkt gebumst werden, muss der andere gebumst werden. Ich finde, sowas nervt halt irgendwie, ne? Wenn ich mir die Situation bei den ganzen Content-Creatern anschaue, ich nenne jetzt keine Namen, ne? Weil könnte ja sein, dass mein Twitch-Kanal gesperrt wird, nur weil ich einen Namen nenne, ne? Dann finde ich, dass man sowas privat klären sollte, anstatt irgendwie in der Öffentlichkeit, nur weil da halt die eine Person rumheult, ne? Man verdient mit mir Geld, ohne dass ich das will, und die andere Person sich halt null damit interessieren will und dann halt einfach trotzdem reingezogen wird. Ich finde sowas manchmal ekelhaft. Was sind wir für Menschen geworden, ne? Wo ich mir halt auch einfach manchmal denke, wäre ich ein Pokémon? Gut, es wäre nicht besser. Wäre ich vom Trainer gefangen und dann muss ich gegen andere Pokémon kämpfen. Ja, aber ist halt so, ne? Kannst halt nichts machen. So.
Wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, was passiert eigentlich, wenn dann Azumarill auf 52 ist, dann machen wir mit den anderen weiter. Ja? Wird natürlich mit Schwalboss ein bisschen schwierig. Obwohl, mit Schwalboss würde das gehen, vor allem mit Krakelo. Also vor allem bis auf, muss ich ja sagen, Stolrak und Stolunior. Weil Hariyama zum Beispiel und Makuhita sind ja Schwäche Flug, neben Psycho. Ne? Und deswegen würde auch dann Schwalboss hier funktionieren. Bei Raichu wäre das auch schon ein kleines bisschen was anderes. Bei Raichu, aber Raichu ist schon Level 52, also... Juckt mich das nicht! Ja, aber wir müssen halt mal auch mal ein bisschen mal ein bisschen aufpassen auf uns. Oder sagen wir mal, eine gewisse Sache mal irgendwie... Also ich weiß nicht, ich beobachte das ja jetzt ja schon viele, viele Jahre, wie wir Menschen miteinander umgehen, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, und wenn mir da jemand widersprechen möchte, liebend gerne, YouTube-Kommentare, Twitch-Chat ist frei, ist es halt wirklich so, wir Menschen, respektieren uns nicht mehr. Ne? Weil der eine seine Meinung durchbringen will, der andere will seine andere Meinung durchbringen, ohne dass wir uns, sagen wir mal, aussprechen und auf einem humanen Weg. Weil irgendwann am Ende ist es nur noch ein Rumschreien, ein Beleidigen, nur noch ein Hassen gegenseitig, ne? Anstatt irgendwie miteinander über mögliche Kompromisse und Lösungen zu finden, ne? Und wer dann auf Kompromisse keinen Bock hat, ne? Dem empfehle ich dann halt einfach, dann gar nichts zu machen. Verkriecht euch unter eurem Stein. Ich sag's so ganz einfach ehrlich, wie es jetzt ist. Es reicht mir nämlich auch langsam. Und sucht nicht nach Lösungen. Sucht nicht nach Kompromissen. Wenn ihr Lösungen erzwingen wollt, bitteschön, aber damit wisst ihr ganz genau halt einfach, ihr tut damit der Menschheit nichts Gutes, weil wir müssen im Moment auf Kompromisse eingehen, so gespalten wie diese Gesellschaft, ich spreche nicht nur von Europa und Deutschland, ich spreche weltweit davon, ne? So gespalten sind wir schon lange nicht mehr gewesen, ne? Und dass eine Generation das wieder erleben muss, wie gespalten diese Menschheit ist, welche Positionen nicht mehr akzeptiert werden oder welche Positionen nicht mehr respektiert werden, so muss ich das auch sagen, das ist schon schwierig, das hat nichts damit zu tun, ne, dass ich jetzt die Linken schützen möchte, dass ich die Rechten schützen möchte, es ist einfach generell das Miteinander reden, das ist überhaupt gar nicht mehr möglich, man redet nur noch miteinander auf sich ein, ist eigentlich auch egal. Mir hört ja sowieso keiner zu, weil viele sich ja denken, es interessiert mich der Scheiß, ne? Das ist ja halt dann auch, das ist dann auch wieder dieses Problem, weil man halt auch irgendwie weiß, zock lieber, anstatt uns irgendwie, oh, guck mal. Eine Fledermaus als Eiswürfel. Ja. Golbert, du bist jetzt eingefroren, machen wir mal Blubschrei drauf. Ja, ich werde sowieso dann gleich die nächsten nehmen. Ich werde aber auch heute nicht so lange machen. Hatte ich letzte Woche schon vor. Ich hatte letzte Woche ja vor, nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit zu machen. Das werde ich heute zumindest dann durchdrücken, dass ich heute wirklich nicht lange machen werde. Also rechnet damit, dass es heute nicht bis 22.30 Uhr geht. Ich werde so wahrscheinlich gegen 22 Uhr aufhören. Also in guter Stunde bin ich schon wieder weg heute. Ne? Also es wird nicht lange sein. Ne? Daher das Update heute auch bis 5 nach halb ging, bis 5 nach halb 9, ist halt viel passiert. Ne? Und ihr wollt ja kein Update 60 Minuten. Also, ne? Naja, ich überlege ja halt inzwischen wieder Update auf eine Stunde zu bringen. Aber dafür auch nicht die Zeit zu ändern. Naja, was heißt die Zeit nicht zu ändern? Ich würde wahrscheinlich, ich will ja 19:50 behalten, aber auch Update irgendwie nicht auf eine krumme Zahl von 20:50 beenden. Ne? Um eine Stunde 10 zu machen, weiß ich, wird der Großteil der Zuschauer Nein sagen. Um sie dann irgendwie auf 20:40 oder 20:45 zu bringen, halt 55 Minuten. Das habe ich schon einmal probiert. Es gab ja mal eine Stunde Update. Das wurde ja nicht akzeptiert, beziehungsweise ich habe es dann auch irgendwann nicht akzeptiert. Aber das funktioniert halt wirklich, wenn wirklich viele Themen da sind, ne? Und man kann halt nicht wirklich immer ein kleines Thema großreden. Das geht halt nicht, ne? Dass ich jetzt bei Update heute zum Beispiel, für die Update nicht gesehen haben, wartet bis zum Streamende, dann ist unter anderem gleich nämlich noch der, wie gesagt, Dingens mit dabei. Wie heißt die Update-Ausgabe? Unter anderem, wo ich auch über den Warntag morgen rede. Ich werde da morgen vielleicht live sein, also schaut mal morgen einfach mal vielleicht. Vielleicht heißt auch im Übrigen,
Ja oder nein. Es heißt nicht, dass ich sage, ich bin morgen vielleicht live. Heißt es, okay, Wadi ist morgen live. Und dann sitzt ihr hier im Chat und wartet drauf und Wadi kommt nicht live. Ne? Also, ist auch immer wieder schwierig zu kommunizieren, merke ich auch gerade mit gewissen Leuten. Ich hasse dich, Makuhita. So wie mit Makuhita, ist auch ziemlich schwierig, ne? Ein Pokémon brauche ich noch, weil dann könnte ich das Pokémon wechseln. Na, guck mal. Aber ich habe doch das Gefühl, hier könnte Wirbelwind eingesetzt werden. Ja, Azumarill geht's auch nicht so gut, aber wir müssen durch, Azumarill. Das schaffst du. Ne? Wer weiß, wie es in der Pokémon-Liga sein wird. Natürlich meine Befürchtung jetzt gleich, dass dieses Hariyama gleich mein Azumarill platt machen könnte. So, kommt das dritte Hariyama oder Makuhita mit Wirbelwind, flüchte ich für 5 Runden bei Makuhita, ne, für 3 Runden bei Makuhita und Hariyama. Weil darauf habe ich keine Lust, weißt du, so kurz davor ab, weißt du, das ist halt einfach, die retten sich kurz vorher. Das ist jetzt genauso gleich, wie ich es vorhin gemacht habe, als Logor kurz vorm Abnippeln war und ich dann gesagt habe, nee, das tue ich mir jetzt nicht an. Ich nippe nach, die Luft kommt rein. Ja. Das kann halt natürlich, ne, wie gesagt. Aber es wird immer alles falsch verstanden, ne. Alles, was man, eigentlich müsste ich schweigen, aber dann entspricht es nicht mehr den Nintendo-Kriterien, um Nintendo-Spiele zu spielen. Ist auch immer wieder schwierig. So. 52 für Azumarill. Geht doch. So. Damit habe ich das zumindest das Main-Goal für heute erreicht. So, dann würde ich sagen, ja, Schwalboss, come on, ne? Also, ich könnte auch noch Papinella durchdrücken. Mache ich dann auch noch. Wenn Schwalboss auf 52 ist, dann mache ich auch noch Papinella. Papinella könnte interessant werden, weil es da natürlich ein bisschen schwierig ist. Aber ich könnte mal Folgendes machen. Ich habe ja so viele TMs. Wer könnte denn noch neben Raichu Donnerblitz lernen? Gardevoir, okay. Ich guck's mir mal genauer mal an. Einen Moment. Es kann ja Schockwelle. Na? Schockwelle zieht 60 ab, ne? Mit Treffergarantie. Machen wir das so. Teleport lasse ich, weil Teleport ist. Ich habe ja kein Pokémon mit Schaufler. Ne? Hab ja keinen Schaufler hier. So. Aero Ass. Papinella kann Aero Ass lernen. Geil. Oh ja, bitte. So. 40. 60. Ja, dann mache ich Stachelspore weg. Das ist jetzt auch ein bisschen schwierig. Es ist ja vor. Es ist eigentlich ein Käfer-Pokémon, aber es kann nicht eine Käferattacke, ne? Geheimpower, Erholung, Raub, Wertewechsel, Hitzekoller. Oh Moment, ich könnte Logok Hitzekoller beibringen, ne? Aber ich weiß nicht, ich würde es ungern Hitzekoller beibringen, ne? Hitzekoller geht nur 5-mal. Angriff mit voller Kraft, speziell. Angriff deswegen, ne? Und ich weiß ja noch nicht mal, ob es eventuellerweise. Könnte den Spukball lernen? Wenn Gardevoir, dann bringe ich es bei. Geil, bringe ich bei. Auch Papinella könnte Spukball lernen. Jetzt bin ich verwirrt. Was hat denn eigentlich. Warte mal, Konfusion. Ja, komm. Weil. Teleport behalte ich, habe ich gesagt. Da wird es dann auch wieder zwiegespalten alles sein. Rückkehr, ja. Ist jetzt nicht so eine tolle Attacke. Können alle lernen, klar. Kraftreserve ist normal. Kugelsaat, das bringt auch nicht viel. Toxin könnte ich natürlich Papinella beibringen, ne? Aquavelle. Frage stellt sich natürlich, brauche ich in der Afterstory für Kyogre. Ich guck mal kurz. Ich lass mich spoilern. Ich muss das halt wissen. Aber dann haben wir unter anderem was zu tun. Ach Gott, machen wir das so, meine Güte.
Genau. Kyogre wird mit K geschrieben. Ja. Ich muss mal wissen, wo es nämlich ist. Ah, man braucht Taucher. Okay, gut. Dann wird Azumarill kein Aquawelle lernen. Weil Taucher ist eine VM. Und ich will Blubstrahl nicht wegmachen. Und ich will auch Eisstrahl nicht wegmachen. Power Punch ist eine Kampfattacke. Klar, Logok, Azumarill, Raichu. Nee, auch nicht. Gut, dann lassen wir es erstmal so. Dann wir es erstmal so lassen. Und dann weiter mit Dingsbums machen. Mit Schwalboss. So. Jetzt kommt kein Pokémon mehr, ne? Doch. Das hätte es nicht anders erwartet. So. So, so, so. Dann machen wir mal Flügelschlag. Ihr seht's halt. Schwalboss gegen Hariyama. Weh, jetzt kommt Wirbelwind. Das funktioniert jetzt nicht mehr, mein Freund. Wirbelwind ist jetzt aus. Na, und ihr seht schon, 52 ist nicht mehr weit, heißt also, Papinella könnte schon gleich zum Einsatz kommen. Und da haben wir schon das nächste Hariyama. Wieder schöne 1051 XP. Selbst ohne Volltreffer. Eigentlich vor dem Volltreffer. Ich habe jetzt nicht richtig drauf geguckt. Egal. So. Und jetzt denken sich alle Hariyamas so verdammt. Ah, jetzt kommen. Jetzt werden die kleineren geschickt, damit man sagen kann, ja nee, komm hier, macht mal. Ne? Naja. Schlag weg. Der Levelabstand liegt bei 16. Ne, bei 15, nicht bei 16. Bald liegt er bei 16, aber jetzt noch nicht. Ne? So. Jetzt kommen wirklich die Kleinen. Jetzt kommen wirklich die Kleinen. Das finde ich gerade ein bisschen schade. Aber naja, was willst du machen? Vielleicht kommt gleich ein Golbat, vielleicht kommt gleich ein Krakelo, vielleicht kommt gleich noch ein Hariyama, wer weiß. Ne? Ist immer der Zufall überlassen. Ich komme wirklich jetzt nur noch die Erstentwicklung, ne? Das ist doch nicht wahr. Das Spiel verarscht mich. Zurückgeschreckt, nix da. Hier, Ruckzucki, bam. Muss eigentlich auch reichen. Nein. Also wenn jetzt Wirbelwind gekommen wäre, dann drei Runden Makuhita, nein. Beziehungsweise auch Hariyama. So. Guck mal, da kommt jetzt ein Golbat. Oh, noch schön Level 40. So, da würde ich mal Aeroas erstmal ausprobieren. Aeroas. Ja. Gut. Das ist schon gleich fertig, ne? Fast. Also, welches Pokémon jetzt kommt, ist mir scheißegal. Außer es ist ein Pokémon, wo ich sage, müsste ich fangen. Ein Hariyama Level 40. Können wir eigentlich auch irgendwann mal wirklich fangen. So. Ich würde aber mal sagen, probieren wir mal das aus. Wie, jetzt kommt Wirbelwind. Und es funktioniert. Abschlag. Funktioniert nicht. Das ist gut. Kawumski. Natürlich Vierfachschwäche, weil sehr effektiv. Und fertig. Also man kann wirklich sagen, alle auf 52. Oh, warum nicht? Ne? Fast alle auf 52. Ich kann halt wirklich noch Gardevoir und Papinella machen. Dann würde ich noch Papinella machen und Gardevoir dann zuletzt bis 22 Uhr. So mache ich das jetzt. Ja, Gardevoir kommt auch gegen alle an. Vor allem, weil ja auch Zubat, Golbat,
Hariyama, Makuhita Schwäche Psycho haben, unter anderem. Ne? Also bei Golbat ist es halt wegen dem Gifttyp. Außerdem kann es auch ja jetzt ja Donnerblitz, das heißt, das knallt genauso gut. Ne? Ihr seht's. 928 XP, als war ja nur 40, ne? So, deswegen. So. Hariyama Level 40. So. Dann wollen wir mal. Psychokinese. Müsste eigentlich auch richtig gut reinhauen. Tut's auch. Ist ja vierfach Schwäche. Wie bereits erwähnt bei den Flugattacken. Da das Gardevoir schon auf 51 ist. Das wird schnell gehen. Ja. So, haben wir jetzt einen Zubat, Level 36. Würde eigentlich auch Spukball gehen. Gucken wir mal. Puh. Das ist normal effektiv. Oh, Konfusstrahl. Die Wände. Könnte echt jetzt die Wände sein. Glaube ich aber eher nicht, weil Gardevoir weiß, angreifen. Reicht doch. Sehr, sehr schlimm geworden mit meinem. Es ist sehr, sehr schlimm geworden. Ihr merkt ja, ich habe ja meinen Untersatz hier wieder da. Ich kann es ja mal ganz kurz zeigen. Ne? Hier, den schwarzen Untersatz habe ich ja wieder da. Und ihr habt das ja am Montag bei Hollow Knight ja mitgekriegt, wie sehr ja auch der Controller vibriert hat. Ne? Also ich bin froh, dass was heißt Untersetzer? Mauspad ist das ja, ein Riesen-Mauspad. Dass ich das ja hab. Ne? Ich einen ganzen Tisch davon mit voll machen. Nein. Wäre schon ein bisschen komisch. Die Reinigung wäre sehr, sehr kompliziert. Ja, habe ich ja nämlich am Montag noch sauber gemacht, war dann am Dienstag wieder trocken. Sieht aber eigentlich doch nicht so sauber aus, aber ich habe auch nicht richtig geschrubbt. Aber egal. Das Ding habe ich auch jetzt schon so seit 2 Jahren oder so. Ja? Vielleicht wird es auch Zeit für ein neues. Als ich Montag einkaufen war, bei mir im Netto, da habe ich gesehen, dass Netto ein Mauspad verkauft, auch in der gleichen Größe wie meins hier, in Blau. Ich habe echt noch überlegt, ob ich es wirklich kaufe und vielleicht, wenn ich jetzt am Wochenende vielleicht einkaufen gehe oder so, dass ich mir vielleicht überlege, ich kaufe es, wenn es noch da ist. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt, dann behalte ich das hier. Ah, guck mal, ein Hariyama. Level 38, ja, das wären knappe 1000 XP nur, ne? Also nicht mal 1000. Knappe 1000 XP, von was träume ich nachts? Nicht davon. So. Sehr effektiv. 998 XP sind es jetzt. Das sind 2 XP. Das ist ein Level mehr und dann wäre es vielleicht 1000. Ne, so 1002 vielleicht, keine Ahnung. Ich nehme auch 1001. 1001 XP. Ja. Ich muss auch natürlich darauf achten, dass Psychokinese auch nicht ewig ist, ne? Das ist auch wieder so eine Sache. So. Und auch das Zubat ist weg. So, bewegt sich noch nicht mal der XP-Balken, ne? Wenn ich über die Brücke gehen. Jawohl, Hariyama. So, was ich im Übrigen auch nochmal erzählen wollte, ich habe mir, war mal das gestern oder vorgestern, habe ich mir noch ein Video über Pokémon-Fangames mir angeguckt, was ich sehr interessant fand, weil ihr könnt euch ja wahrscheinlich daran erinnern, für die Stammzuschauer hier, die schon seit einigen Jahren ja hier zugucken, es gibt ja ein Spiel, das hieß Pokémon Uranium. Und das war ja eines dieser richtig coolen Games, die es ja mal gegeben hat. Und ich habe das ja auch hier im Stream gespielt. Dann wurde ja kurze Zeit später von den Nintendo-Anwälten wurde ja dann gesagt, ja Leute, nee, bitte nehmt das Spiel offline. Und ich habe ja selbst ja auch nicht mehr gespielt. Ich fand das Spiel ja richtig cool. Pokémon Uranium, da war ja dann mit besonderen Pokémon und so weiter. Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Und es ging halt um solche Fangames, die halt natürlich dann von Nintendo ja halt auch quasi ermahnt wurden zu sagen, hey, nee, mach das lieber nicht, ne? Und so weiter. Und lustigerweise habe ich auch erfahren, dass es nämlich eine Edition, eine Fan-Edition gab, die hieß Pokémon Smile. Ja.
Und es gibt ja letztes Jahr, gibt es ja ein Programm für kleine Kinder oder genauer gesagt eine App für kleine Kinder, die mit Pokémon Zähne putzen lernen. Und die heißt Pokémon Smile. Tja. So, jetzt haben wir Stolonior hier. War lange Zeit mal wieder ein Stolonior. Und ich fand dieses Video sehr gut. Wer wissen will, welchen YouTube-Kanal das war der Kanal Did You Know Gaming. Kann ich halt nur empfehlen, den Kanal. Zeigen halt darüber sehr viele Facts über gewisse Videospiele. Auch so über verlorene Videospiele zum Beispiel und Interviews, die dann vom Japanischen ins Englische übersetzt werden. Also viel auf Nintendo-Kram und so. Die haben da sehr viele Videos auch darüber gemacht, über Pokémon halt auch, ne? Über gewisse Mythen und so weiter und auch über die Beta-Version von Pokémon Gold und Silber, ne, was ja eigentlich ursprünglich ja auch der letzte Teil sein sollte. Inzwischen sind wir ja bei über 1000 Pokémon, das nochmal so ganz kurz mal erwähnt nebenbei. Und ist ein toller Kanal, hatte aber mal vor einigen Monaten mal irgendwie eine Umstellung gehabt oder sowas. Ist aber ein toller Kanal. Ja, die waren jetzt halt nur noch wirklich fokussierende Videos auf gewisse Themen halt, wie gesagt, jetzt zuletzt mit den Pokémon-Fangames, die es gegeben hat und so weiter. Also auf ein Thema stellen sie sich ein, gibt es dann eine Woche oder jede Woche immer eine Ausgabe, also ist empfehlenswert. Mehr muss ich dazu nicht sagen, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und ja. Da gucke ich auch mal ab und zu mal. Es gab auch den Kanal Did You Know Food, wo dann halt so Fun Facts über Köche, über McDonald's, über KFC und so weiter es dann gegeben hat. Was ich auch recht toll fand, nur der Kanal wird halt nicht mehr weiter fortgeführt. Die haben wahrscheinlich bemerkt, Essen zieht nicht, lass dann lieber Videospiele machen, ne? Oder weiter Videospiele machen. Ja. Naja. So, jetzt ist Papinella dran. Das heißt, zwei Level jetzt noch da. Und dann schauen wir mal weiter. So, direkt mit Hariyama. Gucken wir mal. So, Aeroas haben wir jetzt, ja. Zumindest eine gute und starke Attacke für Papinella. Der Abschlag. Diese Tubeere wird jetzt erstmal weg. So. Viele werden sich wahrscheinlich auch die Frage stellen, warum hast du noch einen Papinella im Team? Weil ich es kann. Ganz einfach. Außerdem hätte ich sowieso nicht gewusst, welches Pokémon ich da noch reingesetzt hätte. Das hätte ich echt nicht gewusst. Das hätte jedes andere sein können, ne? Es hätte ein Hariyama sein können, es hätte ein Stolonio sein können, es hätte was weiß ich was sein können, ne? Es hätte auch ein McNine sein können, ne? So gerade über mein Pokémon-Let's Player nachdenke. Ne? Omega Rubin, wo ich ja ein McNine habe. Wer das Pokémon-Let's Player noch nicht gesehen hat, schaut auf dem YouTube-Kanal der ArchioTV rein. Wenn ihr Bock habt, gerne ein Abo hinterlassen, würde ich mich sehr drüber freuen. Die Tausender Abo-Marke, also die Follower-Marke, bei YouTube heißen ja die Follower-Abonnenten, steht kurz bevor. Ich bin jetzt bei 900, fast 920. Also, wenn ich sie noch dieses Jahr schaffe, das wäre wirklich schön. Das wäre wirklich super. Würde mich da richtig drüber freuen, Freunde. Na, wenn ihr das noch mir erfüllen würdet, klingt so nach Abschied, nein. Danach war die Macht's nicht mehr lange. Naja, wer weiß, ne? Also andere schaffen ja halt mit ihrem Content innerhalb von kürzester Zeit halt 1000 Abonnenten. Ich bleib halt trotzdem noch dran und versuche es halt, ne? Also deswegen auch die Tatsache, verdiene hiermit nichts, ne? Oh, auch wieder 998 XP. Ein Level mehr und es wären 1000 gewesen, sage ich immer wieder. So. Aber es kommt jetzt nur Hariyama irgendwie gefühlt, ne? Ich glaube, die wussten jetzt so, jetzt holt er sein schwächstes Pokémon raus. Wart's mal ab. Und es kommt hier mit einem Aeroas nach dem anderen. Ne? Ist halt jetzt nicht so stark, ihr merkt das halt, ne? Bauchtrommel funktioniert nicht. Ne? Wäre Papinella im Angriff etwas besser oder fast gleich wie mit Schwalboss, dann wäre es ein bisschen anders, ne? Lustige dabei ist, dann haben wir wirklich gleich alle auf 52, ne?
So, jetzt Stolrak. Jetzt bin ich mal ein bisschen gespannt, ob das funktionieren wird, was ich mir erhoffe. So ein paar KP fehlen schon, ne? Schauen wir mal rein. Ah, normal effektiv. Aber zieht die Hälfte ab, das ist auch gut, fast die Hälfte. Yo! Ich hab fast die ganzen KP, die Papinella eingesammelt hat, sind ja wieder weg. Skandal! Naja. Lass ich mal so gelten. So. Jetzt wird's problematisch. Weil natürlich, klar, es ist ein Käfer-Pokémon. Zubat ist ja Fluggift. Und das kann natürlich jetzt ein bisschen schwierig werden für Papinella. Alleine wegen dem Windschnitt. Oh, das zieht ab. Komm. Ah. Und dann noch Flügelschlag, ne? Oha. Ah, jetzt kommt die Beere. Erstmal werden die KP aufgefüllt. Reicht also für mich erstmal einen Supertrank zu geben. Aber wird natürlich mit Golbat und Zubat, also Zubat wird, glaube ich, noch gehen, aber vor allem mit Golbat wird es ein bisschen schwieriger. Habe ich noch einen Supertrank? Ne, habe ich nicht mehr. Egal, gibt es einen Supertrank. Die KP dann komplett voll. Wenn jetzt so sagt, hey, warum gibt es Azumarill nichts? Ja, sowieso wahrscheinlich gleich nochmal heilen. Und ich weiß, dass eine der vier Attacken von Papinella dann leer ist. So, guck mal, jetzt nochmal. So, jetzt mal mit vollen KP. Bin ich mal gespannt, wie es dann so sein wird. Wegen Papinella jetzt auch schon Level 41. Ja. Zieht ordentlich ab. Ah. Das bisschen. Das ist schon... Na gut, dann gehen wir ins Pokémon Center. Außer wenn jetzt gleich nochmal ein wildes Pokémon kommt auf dem Weg dorthin. Also wenn wir aus der Höhle rausgehen, es kommt nochmal ein Golbat, flüchte ich. Kommt nix, wie immer. Bin nicht groß an und dann kommt nichts. So. Nein. Ist die Gewohnheit, wenn man so ins Pokémon Center geht, geht man eigentlich schnurstracks geradeaus Richtung Schwester Joy, ne? Da wäre ich fast in die Pokémon-Liga reingelaufen. Das wäre nicht gut gewesen. Das wäre wirklich nicht gut gewesen. So, speichern wir mal. Hallo. Danke. So, nicht Gerät ausschalten. Bitte das Gerät nicht ausschalten. Der Gerät. So. Dann wollen wir mal. So. Dann wollen wir jetzt nochmal, liebe Leute. Ich habe ja die Siegestraße in Omega Rubin und Alpha Saphir ein kleines bisschen anders in Erinnerung. Aber das werden wir ja demnächst dann ja noch im Let's Player sehen. Jetzt haben wir Stolonio, Level 36. Das kann ja Brüller. Ne? Nochmal. Der Megasauger wird jetzt nicht so reichen. Oh. Wehe. Eisenschweif, okay. Normal effektiv und die Verteidigung von Papinella sinkt. Ich glaube, mit dem Rest holen wir zum Teil halt die KP wieder. Ah, das war noch nie mal ein Teil. War ja gar nichts. Ein bisschen. Ne? So. Und da haben wir wieder Golbat. Könnte wieder kritisch werden. Wird es auch wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass Aeroas jetzt, sagen wir mal so, knallen wird, wie ich es mir vorstelle. Vor allem macht das Golbat auch keinen Windschnitt, was ich sehr gut finde. Oh, dankeschön, endlich! Es hat keine dritte Attacke gebraucht, das finde ich sehr gut. Ich bleib mal dabei, bei der Hälfte der KP. Und da kommt ein Flurmel. Ja. So, da können wir uns die KP wiederholen. Ja, vor allem bei Wasser- und Gestein-Pokémon wäre Papinella halt gut zum Einsatz. Weil es ist halt ein Käfer-Pokémon, aber es kann keine Käfer attacken. Das ist halt so das Lustigste, was es
gibt. Toll. Ja gut, wir haben uns KP geholt, das ist egal. Also wir haben 300, 400, 500 XP geholt. Hier ist der große Brocken. Oh, Stuhlrack Level 40. Ja. Gucken wir mal, was wir bekommen. Wirklich. Ja, super. Ja, schütze dich selbst. Warum? Oh. Alter. Drittes Pokémon mit Brüller und das vierte davor flüchte ich einfach. Wirbelwind oder Brüller, dann flüchte ich einfach. Beim nächsten. Ich mache eine Ausnahme, außer wenn es wirklich ein wertvolles ist. Sprich Shiny, dann nicht. Ein schillerndes. Ah. Aber bisher hat jetzt Hariyama keinen Wirbelwind gemacht, ne? Auch sehr interessant. 1051 XP. Sehr, sehr schön. So. Und da haben wir wieder Golbat. Auch Level 40. Ah, wird sehr interessant. Wird immer interessanter, Freunde. Mal wieder Aeroas. Wenn ihr so sagt, warum kein Gigasauger, kein Mega, ist nicht sehr effektiv. Weil der Golbat noch den Zusatz ja quasi als Flugtyp hat. Und auch noch Gift, weil es ist eine Pflanzenattacke. Vor allem eher auf die Gift, auf den Gifttyp bezogen, sind Pflanzenattacken auf Gift-Pokémon halt jetzt nicht so, sagen wir mal, die sinnvollste Methode. So, da haben wir einen Hariyama. Sehr schön. So. Ich glaube nicht, dass mit einem Windstoß so ein Hariyama Level 40 wegweht. Nein. Das nicht. Nice. Das ist schön. Das erste Mal, dass Wirbelwind nicht getroffen hat. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Meine Güte, ich hätte schon gedacht. Ich hätte wirklich schon gedacht. Aber wirklich, Leute. Das hätte schon... Keine Ahnung. Boah, Makuhita. Der Sack. Für die, die jetzt irgendwie denken, mit Level 52 würde ich dann die Pokémon-Liga direkt dann machen. Nee, nee, nee. Wird dann nächste Woche eventuell geschehen. Vielleicht überlege ich es mir nochmal und trainiere noch andere, also noch ein, zwei Pokémon vielleicht doch auf 55. Wäre eigentlich auch ursprünglich der Plan. Aber daher, dass ja das höchste Level in der Pokémon-Liga Level 58 ist und ich denke, wir kommen gut durch mit dem Team, was ich habe... Klammer mal Papinella mal einfach mal aus. Dann denke ich mal, dass das machbar ist, auch wenn wir 1, 2, 3 Level drunter sind. Ne? Hat mal Biss gemacht anstatt. Verdammt! Ah, das könnte jetzt. Papinella Maschine! Maschine! Wäre schön, wenn es jetzt 1977 XP wäre. Ne? Man kann nicht alles haben. 2 KP noch übrig gehabt. Meine Güte. Wie gesagt, man kann nicht alles haben. So. Das könnte Level 52 für Papinella sein. So. Abschlag. Sehr schön. So, Windstoß müsste reichen. Tatsache. Fantastisch. So. Und das ist Level 52 für Papinella. Sehr schön. So. Damit haben wir eigentlich alle auf Level 52. Alle ohne Ausnahme. Und 36 Stunden gespielt. Nice. Ja, damit bin ich eigentlich mit meinem Ziel heute durch, ne? Jetzt schon nach einer Stunde aufzuhören, ich weiß nicht. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch machen sollte, außer vielleicht noch mal ein bisschen trainieren, ne? Obwohl ich ja gesagt habe, ich würde in 20 Minuten erst Feierabend machen.
Können wir noch so ein bisschen kämpfen mit Logok. Ne? Oh, hier Erdbeben. Logok. Wo mein Starter würde ich gerne aber sowieso ein paar Level höher haben. Ich bin ja immer so einer, der... Fuck you. Ich bin ja sowieso einer, der halt auch immer gern sagt so, ja, Starter muss deutlich im höheren Level sein als alle anderen. Ne? Bin ich eigentlich immer. Bin ich immer so. Aber in letzter Zeit gar nicht mehr. Ne? Also wenn ich jetzt so, ich spiele ja noch nebenbei Pokémon Gelb. Muss ich ehrlich gestehen, habe ich seit Tagen nicht mehr angefasst. Sollte ich mal wieder machen. Liegt auf meinem Nachttisch. So abends, wenn ich ins Bett gehe, dann spiele ich noch ein bisschen Pokémon Gelb. Letzte Nacht ist ziemlich spät geworden. Bin ich erst um kurz nach 1 oder 2, nee, kurz nach 2 ins Bett gegangen, weil ich noch bei einem lieben, netten, guten Freund im Stream war, der in seinen Geburtstag reingefeiert ist, hat. Liebe Grüße gehen an den lieben Edris raus. Nochmal alles Gute zum Geburtstag. Solltest du zugucken. Und ja, war ich halt bis 2 Uhr morgens wach. Hab natürlich aber auch nicht lange gepennt, aber dennoch, der Tag war heute auch schon so ein bisschen, ja, nicht gut. So, Logok, was machst du hier? Logok, was machst du für eine Scheiße? Legst du dich flüchten, wa? Würde schon sagen, ey. Meine Güte. Ist doch hier nicht normal. Na, und daher, dass ich das jetzt schon so lange nicht mehr mache. Ach komm, ein bisschen. Wir machen noch 53 für Logok und alles gut. Hab mich jetzt selbst quasi überredet. Und, das mache ich ja schon quasi nicht mehr, dass ich sage, mein Starter, das erste Pokémon, was ich bekommen habe, muss höher, im höheren Level sein als alle anderen in meinem Team. Ja? Jetzt sind ja alle Level gleich. Ich kann mal ganz kurz gucken, wie es KP-technisch aussieht. Wir hatten da denn die meisten KP? Zumerl, ne? Mit 179, gefolgt von Logok. Ne, Gardevoir, dann Logok, dann Papinella. Dann Schwalbos und dann Raichu. Raichu ist ja, was Werte angeht, immer weiter hinten. Weit hinten. Ja, ist ja immer so gewesen. Ja, deswegen sich immer noch viele Leute, viele Freunde von mir fragen, wenn sie Pokémon spielen, warum nimmst du Pikachu? Ja, ich habe es ja zu Raichu entwickelt. Ne? Ich habe ja den, für die, die es nicht wissen sollten, ich habe den Seelenfrieden ja gefunden mit Raichu. Ne? Weil wäre Alola Raichu nicht, wäre die Alola-Form von Raichu nicht gewesen. Ich würde ein Pikachu im Team haben. Ne? Und wieder ein Stuhlrack. Könntest eigentlich jetzt mal fangen, ne? Nö, mach ich jetzt nicht. Gerade so gut dabei. Dann nur noch schön mit meinem Logok wegballern. So. Jawohl. So. Machen wir dann noch Logok auf 53 und dann ist aber wirklich Schluss für heute. Ja, das geht ganz schnell. Ihr seht es jetzt schon wie viel? Ich habe gar nicht gesehen. War schon mehr als die Hälfte. Ne? Mit Logok geht das auch ziemlich schnell, ihr habt es gesehen. Es sind jetzt halt nur diese paar Level jetzt halt gewesen. Das geht ja jetzt halt auch ein bisschen schneller als vorhin. Also, was heißt vorhin? In den vorherigen Sessions, wo wir halt nur auf Trainer angewiesen waren, auf andere Geschichten und so. Hier können wir es jetzt ja auch besser machen. Deswegen bin ich froh, wenn wir in der Siegestraße sind. Oder dass wir in der Siegestraße sind. Weil wir hier starke Pokémon haben und halt gegen die kämpfen können. Dann haben wir wieder ein Krakelo Level 40. So, dann machen wir wieder Erdbeben. Nur Schaufler habe ich irgendwie nicht gefunden. Das ist auch wieder mal ein bisschen eigenartig. Ne? TM Schaufler habe ich hier gar nicht gefunden. Müsste ich mal später mal nachgucken, wo ich es finde. Ich mal gleich mal sehen. Ich gleich mal sehen. So, da kommt ein einfaches Makuhita um eine Ecke. Kommt ein Makuhita um eine Ecke und fällt um. Das war der Witz. So. Tschüss, Makuhita. War schön mit dir. So. Also von mir aus könnte jetzt noch so ein kleines und dann ein Hariyama wiederkommen. Dann ist Logok auf 53. So.
Was nicht alles so immer manchmal was so kommt, ne? Das, ihr wisst schon, wie ich das meine, ne? Ja. Och, Manno! Scheiß Hariyama. Kommt gleich eins flüchtig. Mach ich wirklich. Zubat. Das ist kein Hariyama, das ist ein Zubat. Werde ich halt durch die Kleinen halt ein Level abkriegen mit meinem Logok. So. Schön erstmal schlitzen. Kuskowski. So. Bum, bum. So. Da haben wir Golbat. Level 40. Das wird wohl wahrscheinlich reichen für 53. Ich sag immer noch 52, ne? Aber bisher wurde mein Logok noch nicht angegriffen, ne? Die 80 KP stehen da immer noch wie eine 1. Reicht das? Ja, es reicht. 53. So. Jetzt ist aber auch genug. So. Dann mal schön nach oben. In Richtung Pokémon-Liga. Erst heilen gehen. Zur Sicherheit mal so schon seitlich hinzugehen. Das sieht dann auch ein bisschen komisch aus. Wenn du so unten seitlich gehst, das sieht dann so aus, als würdest du wahrscheinlich die... Müsste man mal... animiert oder halt in Real Life mal irgendwie so nachimitieren, ne? Wenn du so halt so reinkommst und dann hier so am Rand der Wand gehst, wie das dann aussieht. So, Pokémon Supermarkt. Da würde ich mal sagen, wir kaufen jetzt mal. Und genug Geld. Ja, so, was haben wir hier an Top-Tränke? Ich würde mal sagen, 8 Stück. Haben wir 15 Stück. Top-Genesung haben wir nichts. Direkt 20 Stück. Hyperheiler. Kaufe ich 7 Stück, haben wir 30 Stück. Beleber. Kaufe ich einen dazu, haben wir 15 Stück. So, damit sind wir dann. Ich guck mal nach, was ich noch verkaufen kann. Sternenstaub. Kaufe ich mal für 1000. Herzschuppe behalte ich. Den Waldbrief verkaufe ich, den brauche ich nicht. Den Dunkelbrief verkaufe ich auch. Riesenperle. Ah, mal 7.500. Guck mal. Granitstein, Indigo-Stück. Schutz können wir verkaufen. Brauchen wir aktuell nicht. So. Ja. Dann würde ich jetzt mal ein bisschen sortieren, ein bisschen ablegen und dann. Vielleicht haben wir noch irgendwie was auf unserem PC. Ja, ich ziehe das jetzt noch ein bisschen in die Länge, Leute. Ich wollte nicht auf Lanettes PC, ich wollte genau auf meinen PC. So. Ist kein Brief. Itemlager. Ablegen. So. Ich lege mal ab. Den EP-Teiler, den brauche ich aktuell nicht. Indigo-Stück. Granitstein. Feuerstein. 2 Herzschuppen lege ich auch mal ab. Was ich jetzt auch noch mal mache, ist ganz wichtig, den Meisterball abzulegen. Weil ich ganz genau weiß, jetzt im Moment werde ich kein Pokémon antreffen, was shiny ist. Was haben wir denn alles so mit? Oh ja, sogar ein KP Plus hier könnten wir mal mitnehmen. Ne? Ein AP Plus haben wir sogar hier, guck mal. Ne, können wir hier schön für die Pokémon-Liga ready machen, ne? So, würde ich erstmal so lassen. Dann würde ich mich mit B runter A. So. Gut. Erstmal würde ich mal sagen, AP Plus. Wer sollte AP Plus bekommen? AP Plus. Scheiße. Ernsthaft? Was? Also ich muss, glaube ich, gleich ein richtig großes Was sagen, wenn gleich niemand geht. What? Ey, wenn Raichu jetzt nicht geht, dann flippe ich aus. What? Okay. Gut, gibt's dann Geld dafür. Verkaufe ich. So. Was war es? Top-Genesung, Top-Trank haben wir dann hier. Das will ich immer schön so... Na, passt dann, ne? Dann hier blaue Flöte, blablabla. Genau. Top-Beleber will ich dann aber so dazu setzen. So. Dann will ich jetzt noch KP Plus verkaufen und dann sind wir durch, ne? 4.900. Sind wir wieder bei 200k. Ja, will keins meiner Pokémon mehr, ne?
KP sind alle auf einem hohen Niveau. So, so wie dieses Format hier. Könnte man glatt behaupten, Freunde, aber ich glaube nicht, dass ihr das für also ernst meint, ne, oder so. So, das ist es schon gewesen für Games Live. Es fühlte sich an, als wäre ich jetzt nur eine halbe Stunde da gewesen. In Wahrheit waren es jetzt aber über 60 Minuten Pokémon-Training für die Pokémon-Liga. Heißt also dann aber auch, nächste Woche werde ich dann die Pokémon-Liga machen. Und ja, dann werden wir nächste Woche dann entsprechend die Pokémon-Liga machen. Heißt also, dass wir dann da schon entsprechend dann zumindest mit der Hauptstory durch sind. Die nächste Story, die also, was ja dann danach kommt, ist halt Groudon, Kyogre und Rayquaza fangen und natürlich dann Latias oder Latios. Also das, was möglich ist, ohne zu tauschen. Das wollte ich jetzt auch nochmal sagen. Und ja, das wird dann sehr interessant und sehr spannend, was sonst noch so dann in den nächsten Sessions kommt. Und danach würde ich dann halt nochmal die Pokémon-Liga machen. Ich glaube, die wird auf dem gleichen Level bleiben. Das ist nicht dann so wie bei Omega Rubin, wo die dann stärker werden. Das werde ich dann nochmal sehen. Und dann werden wir dann zumindest dann an dieser Stelle, werde ich dann zumindest dann nochmal die Pokémon-Liga machen und das Pokémon Smaragd für beendet erklärt. Also, das wird noch ein bisschen gehen. Wie gesagt, rechnet mal damit so. Ich will jetzt kein genaues Datum jetzt nennen, aber ne, werde ich auch jetzt nicht, nein. Also, es wird noch ein bisschen dauern, aber mal schauen. Ne, mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. So, zum Ausklang gibt es jetzt ein bisschen, ich würde jetzt schon fast sagen Fish and Chips, nein. Zumindest ein bisschen Aquarium, German Shrimps, da geht's jetzt rüber. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Rechnet mal nicht damit, dass ich morgen live gehe. Achtet nur morgen bitte um 11 Uhr drauf, dass es morgen einen Testlauf gibt zum Warntag. Heißt also, solltet ihr die Warn-App Katwarn, Nina, generell mit eurem Handy wegen dem Cell-Broadcast oder irgendwie Fernseh- oder Radio laufen haben oder gerade unterwegs sein und ihr seht eine digitale Litfaßsäule und so, wisst ihr schon, um 11 Uhr und so weiter. Ist alles nur ein Testlauf morgen um 11 Uhr, zumindest in Deutschland. Und macht euch mal darüber keine Sorgen. Wir sehen uns dann im Stream am Freitag erst wahrscheinlich wohl spätestens wieder, aber Freitagmorgen, weil ich Freitagabend nicht kann, deswegen Freitagmorgen ab 9 Uhr mit der Morning Show, 2 Stunden News, was so dann am Donnerstag passiert ist und die vergangenen Tage eventuell, was hier dann bei Update nicht reingepasst hat. Und dann gibt es danach dann noch Games Live mit, mit ETS 2. So viel, wie ich es gerade sehe. Genau, ETS 2 habe ich eingetragen. Wird es dann geben. Und freut euch drauf. Also ETS 2 alleine halt, ne? Also ich würde jetzt nicht irgendwie so, ne, ich schreibe GTA 5 rein. ETS 2. GTA 5 können wir eigentlich auch mal wieder spielen. Ne? Naja. Nun gut, so soll das dann halt gewesen sein für heute. Und mit Lugias Klängen, das ist ja Lugias Song, verabschiede ich euch jetzt in den Abend, in den Mittwochabend hinein. Dankeschön, dass ihr mit dabei wart. Tschüss, bis Freitag. Und sonst, wie gesagt, wenn es spontan dann doch noch morgen live geht zum Warntag, wahrscheinlich eher nicht, ja, sehen wir uns dann trotzdem. Aber wir sehen uns hier wieder bei der Archeo TV. Also, haltet die Ohren steif, passt auf euch auf und bis dahin. Tschüss.